man muss arbeiten gehen, man muss Geld verdienen, bla bla. Irgendwie habe ich keine drei. Ich habe mir auch noch nicht überlegt, was für ein Buch das werden soll. Oh, die ist da sehr hart. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich weiß nicht genau, wie ich es euch erzählen soll, aber ich habe in letzter Zeit 2 neue Videos gemacht und die habe ich beide nicht hochgeladen, weil ich die so scheiße finde, weil ich irgendwie überhaupt nicht zufrieden war mit mir. Die werden definitiv auch nicht online kommen, weil die einfach dumm sind. Richtig Bullshit gemacht, keine Ahnung. Mega unzufrieden. Ich habe generell irgendwie das Problem momentan, dass ich sau unzufrieden bin, weil ich einfach nicht das schaffe, was ich schaffen möchte. Und ja, aktuell ist es sogar so, dass ich am Rücken wieder rückläufig bin. Ich habe Schmerzen as fuck. Und ja, das nervt ziemlich doll, zumal ich gar nicht so viel gemacht habe. Also ich habe auf jeden Fall natürlich die Belastung ein bisschen hochgefahren, logisch. Das muss ja irgendwie auch irgendwann wieder gehen. Und eigentlich war ich nur länger und öfter spazieren, aber offensichtlich habe ich es auch damit übertrieben. Was schade ist, weil spazieren ist schön, aber das, glaube ich, war einfach immer zu lang oder so, oder zu oft, oder zu schnell, zu viel vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach generell der Verlauf der Dinge, dass eine Krankheit nicht linear sich heilt, sondern ist auch da berghochs und bergtiefs. Ja, ihr wisst, was ich meine, gibt. Es kann einfach sein, dass das jetzt, ja, dass ich das jetzt einfach unglücklich denke. Einfach, vielleicht wäre es auch sowieso so gewesen. Naja, wie dem auch sei, habe ich gedacht, ich nehme euch wieder ein bisschen in meinen Alltag mit, in meinen nicht so spannenden Alltag. Und ich habe so einige Sachen, die ich gern von meinem Innersten loswerden möchte, weil ich vielleicht Ratschläge haben wollen würde, falls irgendwer Ideen hat, aber dazu später mehr. Also wenn ihr mir helfen wollt, dann bleibt dran am Video. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen uns jetzt erstmal Frühstück. Ich weiß gar nicht, was ich... Also ihr wisst ja, da hinten steht schon wieder die Metzmix parat, die River Mix oder wie auch immer man das Ding nennt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall wieder ein Glas richtig schön gesundes Zeug. Und ja, Kascha ist auch schon wach, also mehr oder weniger wach. Ich muss auf jeden Fall Kascha heute noch scheren. Dann nehme ich euch natürlich auch mit. Willst du auch zu den anderen Hunden? Ja. Die Hunde sind nämlich gerade draußen, wie man so hier... Nee, kann man noch nicht sehen, ich muss sie mal verstellen. So, wollen wir jetzt mal dahin? Ja, klar. So, hallo, moin moin. Oh, ist immer noch sehr hell, ne? So. Guckt mal, was wir für schönes Wetter haben. Ist das nicht ein Traum? Wir bekommen heute 17 Grad. Und ja, wenn wir heute diese schönen 17 Grad bekommen haben, dann sehen die nächsten Tage nicht mehr so schön aus. Dann haben wir nämlich nur Regen und 11 Grad. Und ja, heute ist eigentlich der einzige Tag, wo man irgendwie noch was Schönes machen kann. Und deswegen machen wir auch irgendwas Schönes. Aber vorher essen wir erstmal. Was machst du? Spielen! Ja! Spielen! Avocados gekauft und ich hoffe, dass die mittlerweile reif sind. Die liegen da irgendwie schon seit, ich weiß nicht wann, rum.
liebe Avocado, ne? Ist immer noch irgendwie sehr hart. Aber ich glaube, die werde ich jetzt mal hier öffnen. Das wird bestimmt super sein. Und wir haben jetzt unseren Gefrierschrank endlich abgetaut. Wir möchten nämlich einen neuen haben, einen größeren, um noch mehr Dinge zu horten. Es war... Eigentlich brauchen wir gar nicht so einen großen. Aber das Ding ist... Also von der Menge, die wir sozusagen verbrauchen, das hat einfach ewig gebraucht, bis wir den abgetaut haben, weil wir einfach sehr wenig daraus konsumieren. Aber das Ding ist, wir wohnen auf dem Land und es ist immer so weit zu fahren. Und wir haben halt ja immer nur so Pommes und sowas vorrätig, aber wenn man dann auch mal so Kuchen vorrätig haben will und dies und das, dann ist das schon echt ein bisschen schwer mit so einem kleinen. Und ja, wenn wir dann einen größeren haben, dann können wir da so richtig schön in einzelnen Fächern ein Fach für Kartoffelprodukte, ein Fach für veganen Krams und den Krams, den Timo immer isst, also Fleisch. Ja, und dann können wir das alles so schön organisieren. Und darauf freue ich mich. Aber erst will ich den Gefrierschrank loswerden, obwohl wir rein theoretisch schon Platz hätten für einen neuen. Aber irgendwie nervt mich, dass man da so viel rumsteht. Und ja, ich hoffe, dass sich demnächst mal jemand meldet. Es haben sich 7 Leute in den Gefrierschrank gemerkt. Aber noch keiner hat geschrieben. Ich vermute, wir warten darauf, dass sich den Preis noch weiter runtersetzt. Aber ich finde, der Preis, der geht völlig klar. Das Problem ist bloß, dass momentan noch so viele Leute hier in der Gegend so kleine Gefrierschränke verkaufen. Deswegen, ja... Gucken wir mal, aber spätestens im Sommer wird es ja gebraucht werden, denke ich, und dann geht er auf jeden Fall auch weg. Ja, und ich schneide jetzt erstmal die Avocado und hoffe, dass sie schon gut ist, weil ich halt schon seit 10 Tagen Hunger drauf habe. Ja, aber die ist noch echt sehr hart. Ich habe mich dazu entschieden, das so zu essen und deswegen essen wir das jetzt auch so. Oh, die ist da sehr hart. What's that? Oh no. Das ist so eine harte. Das ist ja dumm, wenn es schon so schwer ist, das hier aufzuschneiden. Scheiße. Oh, Alter. Ja, das ist schade. Die ist irgendwie noch kein Stück reif. Dann kann ich sie nicht essen. Das ist ja viel zu hart. Das Messer ist ja schon fast verbogen hier. Bullshit, ja. Nee. Alter. Was ist das denn für ein Avocado? Ist das so ein Fake-Ding oder was? Kann man das gar nicht essen? Das gibt's auch nicht. Wie lange soll die denn noch hier rumliegen? Nee, die packe ich zurück in den Kühlschrank. Schade. Oh, ich habe noch besseres Essen gefunden. Wir waren gestern mit Domino's und ich habe mir eine vegane Curry-Pizza bestellt und die werde ich jetzt einfach essen. Einfacher geht's nicht. Bestes Frühstück, ich schwöre. Halt die Fettsoße. Na du kleine Maus, alles okay? Ist bei dir alles okay? Du musst nochmal geschont werden. Du siehst nämlich ganz schön fusselig aus. So, das machen wir jetzt als erstes, damit ich das hinter mir habe. Ich hasse das übrigens. Aber Kascha hasst das auch. So, der ist voll. 3 mm ist ein bisschen zu wenig. 6. Ist gut. Und 15 ist auch gut. Ja, dann machen wir das mal. Ich wette, der Hund ist schon irgendwo. Wo bist denn du? Ach, du hast dich ganz versteckt. Wow. Ja, scheiße, ne? Ja, ich find's auch scheiße, aber du siehst so fusselig aus. Du siehst aus wie so ein Ewok oder wie die heißen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Naja, so, dann machen wir jetzt erstmal die 6 drauf und dann schneiden wir dein Gesichtchen, weil das sieht nicht mehr so nice aus. Super, super. Du bist so süß. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen kürzer machen da, an deinen Augen vor allen Dingen. Und dann läuft das, ne? Dann läuft das. Irgendwie habe ich keine 3. Wo ist denn die 3 geblieben? Hast du die geklaut?
Hast du die geklaut? 3 mm ist ein bisschen zu wenig. Wartest du hier? Ich muss kurz die 3 holen. Deine Süße. Jetzt müssen wir dein Gesicht weiter perfektionieren. Ja. So. So. Das geht ja auf den Sommer zu, ne? Deswegen müssen wir es mal ein bisschen kürzer machen. Gut. So, Kopf ist wieder schlank. Wow, ich bin so aufgestanden. Den Kopf, den haben wir jetzt fertig gemacht. Ja, jetzt sieht sie noch ein bisschen sehr fledermausig aus. Das heißt, die Haare an ihren Öhrchen müssen wir auch leicht kürzen. Das sieht dann immer die nächsten 2 Wochen etwas doof und dämlich aus. Aber wenn das noch länger wird, dann ist mir das zu papillonig. Und sie ist ja kein Papillon. Heißen die Papillons eigentlich? Wie heißen die? Papillon? Papillon? Ich weiß nicht, wie die heißen. Kascha, weißt du, wie die heißen? Nee. Also, wir wollen jetzt deine Fledermäusis ein bisschen kürzen und dann den Rest des Körpers und dann ist sie hoffentlich für die nächsten 3 Monate schier. Das wäre wünschenswert. Und Kascha hat schon wieder keinen Bock. Sie hat wieder keinen Bock, ne? Das kann ich voll verstehen. Dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir deine Papillonöhrchen hinbekommen. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Wir machen mal mit 15. Fangen wir mal an. So, einmal schnie, schnall, schnapp. Aber wir machen gleich den ganzen Körper. Ich hab's mir anders überlegt. Wir machen den ganzen Körper einfach. Du hast aber auch ein Fell, mein kleine süße Puschi. Ja, perfekt sieht das fast aus. So, dein eines Ohr. Wow. Das sieht aber gut aus. Aber dein eines Ohr kannst du ein bisschen... Mach mal das eine Ohr gerade. Gut siehst du aus. Jetzt ist es gleichmäßig. So richtige Pommes-Tüten hast du. Ja. Super gemacht. Okay. So, Kascha hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Ist das dein neuer Buddy? Ja, wollen wir den mal angucken? Sieht er aus wie du? So ein bisschen, ne? Ja, das ist mein Kunstwerk. Das ist ganz schön viel Wolle aus dir rausgekommen. Ja, und die ganze Bude da, überall ist Fell. Das müssen wir gleich erstmal wegmachen. Und dann können wir rausgehen, ne? Ja. Wir stehen jetzt irgendwo im Nirgendwo, beziehungsweise laufen wir die Strecke zum Kanal. Hier ist immer sehr schön wenig los. Genau. Ich habe mir das Wetter ehrlich gesagt besser vorgestellt. Wir sollen ja irgendwie 17 Grad bekommen oder schon haben und davon merke ich irgendwie nicht so viel. Es ist jetzt leider auch gar nicht mehr so schön sonnig, wie es eben war, als ich losgegangen bin. Ja, weiß ich nicht, ob es vielleicht gleich noch regnet oder so. Ja, ich frage mich übrigens, ob ihr von der Umgebung Geräusche mitbekommt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich filme mit einem Lavalier-Mikrofon. Ich kann das hier so ganz dezent sehen. Ich habe mir nämlich ein neues Mikrofon gekauft, also tatsächlich schon länger gekauft, aber ich habe es noch nie im Einsatz gehabt, weil ich mich irgendwie nicht dazu aufraffen konnte. Und heute habe ich gedacht, ich stecke es einfach mal an und probiere es mal so ein bisschen.
ja, wie das so funktioniert. Und mich würde immer interessieren, ob ihr das gemerkt habt, dass der Sound ein bisschen anders ist von meiner Stimme. Vielleicht habt ihr es aber auch gar nicht mitgekriegt und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Ja, mal gucken, wie das so ist. Für denjenigen oder diejenige, die es interessiert, ich benutze jetzt ein Rode-Mikrofon, das Wireless Pro. Ursprünglich wollte ich eigentlich ein Sony-Mikrofon haben. Kascha, komm mal her, da kommt ein Motorrad. Naja, ursprünglich wollte ich ein Sony-Mikrofon, aber das Sony-Mikrofon ist so teuer und hat gefühlt überhaupt nichts Cooles an sich. Also ich kann das nicht mit anderen Sachen connecten, also wirklich nur mit der Kamera. Und das geht zwar relativ easy, weil das dann alles schon eingestellt ist und so, aber ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen und behaupte mal, dass ich das bestimmt eingestellt bekomme alles. Andere kriegen es ja auch hin. Und ich bin ja auch ein bisschen technikbegeistert. Deswegen das schon. Ja, und das Rode, was ich jetzt habe, kann man so mit allen möglichen Geräten verknüpfen. Also mit dem Handy, mit dem Computer, einfach so auch tatsächlich, ohne dass man irgendwie ein Gerät dafür hat. Und ja, das hat dann quasi den mehr... Oh, die Sonne kommt raus. Und das hat dann quasi ja, die Mehrkosten sozusagen gerechtfertigt. Außerdem ist es sehr gut verarbeitet und wird einige Jahre halten. Alter, jetzt wo die Sonne rauskommt, ist das total warm. Kascha ist voll am Hecheln. Schön draußen. Ja, ist das toll? Magst du das? Das ist warm, ne? Das ist warm. Eigentlich könnte ich euch mal den Vorteil von diesem tollen Mikrofon zeigen. Und zwar stelle ich das meinetwegen hier so hin. Und jetzt, Kascha, komm. Laufe ich einfach weiter. Und eigentlich ist es so, dass man mich jetzt hier die ganze Zeit versteht, obwohl wir jetzt ungefähr 10 Meter von der Kamera weg sind. Und das ist ziemlich cool und macht so vieles einfach einfacher. Rein theoretisch könnte ich also die Kamera irgendwo hinstellen und mich dann irgendwo hinsetzen und locker flockig mit euch reden. Aber da habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu. Irgendwie fühle ich das gerade nicht so. Ich wollte euch eigentlich was erzählen. Aber jetzt gerade passt mir das doch nicht so. Naja, gucken wir mal, wann wir das schaffen, ne Kasch? Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder rein. Weil ich glaube, dass Kaschi was zu trinken braucht. Das ist nämlich doch egal. Wir waren letztens übrigens fleißig. Beziehungsweise nicht wir, sondern viel eher Timo. Der hat hier nämlich den Streifen gemäht und ja, ist doch viel ordentlicher. Und da hinten sieht man übrigens Johnny, der mal schläft. Das ist auch ein seltenes Bild, dass das Pferd sich mal hinlegt und schläft. Und lustigerweise da hinten ist Felix und schläft. Und Simon und Kalli, die stopfen da hinten rum und nerven hier die Nachbarschaft in der Mittagsruhe. Und neben Johnny, ich weiß nicht, ob man das noch erkennen kann, ist ein Vogel, der in der Pfütze badet. Das ist doch idyllisch. Kann man das sehen? Ich glaube nicht. Naja, zu weit weg. Sweet. Na, Felix? Hi. Na, du? Miau, ja. Oh, Kascha, lass das mal bitte. Na, du? Haben wir dich gestört? Hey, jo. Dann stören wir auch den nächsten auch. Hallo, Johnny. Ist der müde oder was tut er da? Oh, haben wir dich jetzt auch gestört? Na ihr? Zu euch komme ich später noch. Aber jetzt nicht. So, Johnny ist mittlerweile auch aufgestanden. Das haben wir gut gemacht, Kasch. Felix ist auch wach. Na? Was ist los? Hm?
So, komm, Kasch, wir gehen. So, komm rein. Du musst bestimmt trinken, ne? Da, trinken ist fertig. Super. So, wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder drinne. Und ja, wie man unschwer erkennen kann, ist das gelbe Sofa immer noch da. Aber ich habe es tatsächlich online gestellt. Ich habe es auf Kleinanzeigen gestellt. Und es gibt auch einige, die sich das gemerkt haben. Aber es hat noch keiner geschrieben. Ich glaube, es liegt daran, dass die Leute spekulieren und warten, dass ich es noch weiter heruntersetze. Aber ich habe es nicht eilig, es loszuwerden. Und deswegen bleibt das für den Preis erstmal online. Sollen die warten, bis sie schwarz werden? Ich weiß es nicht. Ja, generell habe ich mir überlegt, dass ich irgendwie gerne die Ecke hier ändern möchte. Ich glaube, ich würde hier gerne ein paar Bilder aufhängen. Oder eine Leinwand, so wie ich es quasi hier schon habe. Weil ich das irgendwie hübsch finde. Und ich habe ja, in meinen Videos, die jetzt schon echt lange her sind, wo ich über den Hundetrainer sozusagen geredet habe, da habe ich mich quasi aufs Bett gesetzt und habe da das Video gemacht, aber irgendwie finde ich das nicht so geil und habe gedacht, wenn ich in Zukunft wieder Erklärvideos machen möchte oder Themenvideos oder was auch immer, dass ich vielleicht in Zukunft diese Ecke hier nutzen werde, weil es sich anbietet. Das habe ich mir irgendwie so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Mal gucken, ob es dazu kommt oder auch nicht. Und ja, generell wollte ich euch ja noch ein bisschen was erzählen, beziehungsweise eure Meinung haben oder Ratschläge, Tipps, was auch immer, worauf es nachher am Ende hinausläuft. Und ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich es erzählen soll, aber aktuell ist es ja so, dass ich einfach total eingeschränkt bin und nicht arbeiten kann, beziehungsweise was kaum jemand von euch weiß, ist, dass ich neben meiner Fotografie noch anderweitig beschäftigt war. Ich habe jahrelang in der Schule gearbeitet und habe darüber nie erzählt, weil ich finde, das ist ein schützenswerter Beruf ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Letztendlich ja, geht es halt um Kinder, die irgendwelche Defizite haben und ich finde nicht, dass ich darüber erzählen müsste. Und das habe ich so jetzt auch nicht vor, aber ich wollte halt kurz mal erklären, von welchem Standpunkt aus ich komme. Fakt ist aber, dass ich das nicht mehr machen kann, weil ich nicht mehr so lange sitzen kann. Ich kann es mir bei meiner Arbeit auch nicht aussuchen, ob ich mich die ganze Zeit sitze oder hinstelle oder wie auch immer, weil letztendlich bin ich da in der Schulklasse und das würde total nerven und die anderen Kinder total triggern, wenn ich da immer wieder die Position wechsle. Und das bringt auch sehr viel Unruhe rein. Das ist sowieso auch nicht Sinn und Zweck der Sache aktuell, weil ich bin immer so blauäugig und denke immer so, dass ich dem gesellschaftlichen Normen entsprechen muss. Das heißt, man muss arbeiten gehen, man muss Geld verdienen, bla bla bla, etc. pp. Aber aktuell ist es einfach so, dass ich, selbst wenn ich spazieren gehe, nicht mehr als eine Stunde schaffe, ohne dass es einfach bitter weh tut. Und ich glaube nicht, dass es dann für meinen Körper okay ist, um jetzt mal für meinen Körper zu sprechen, dass ich dann einfach irgendwie 5 Stunden da auf der Arbeit quasi sitze und meinen Rücken sozusagen noch weiter kaputt mache. Stattdessen müsste ich mir einfach was anderes suchen, was besser für mich jetzt geeignet ist. Und das werde ich auch tun. Und ja, jetzt bin ich halt aktuell auf der Suche, ja, was ich machen kann. Also aktuell steht meine Gesundheit natürlich im Vordergrund. Aber ich will irgendwie langfristig gucken, was ich stattdessen machen kann. Oder ich weiß es nicht. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Aktuell ist es auch so, dass ich auch nicht fotografieren kann, beziehungsweise ich kann, glaube ich, schon wieder fotografieren. Das würde ich körperlich hinbekommen. Pferdeshootings auf jeden Fall, weil man sich da nicht bücken muss. Also die Pferde sind groß, man kann die Kamera runterhalten. Ich habe ein Klappdisplay, alles fein und easy und cool. Aber am liebsten hätte ich natürlich, dass ich Hunde fotografiere, logisch. Aber das geht halt aktuell nicht. Was ich vielleicht auch demnächst wieder machen könnte, wäre Passbilder. Ich habe hier ja das Studio, wie ihr wisst, dahinter. Und das könnte ich quasi auch wieder machen. Und das Schöne ist ja, dass so ein Shooting und auch so eine Passbild-Sache nicht Ewigkeiten an Zeit kostet. Das heißt, ich kann mich hinterher immer gut ausruhen. Also so ein Passbild, das kostet vielleicht 10 Minuten an Zeit oder so. Und ein Pferdeshooting, ja, vielleicht wenn es hochkommt, 1,5 Stunden mit allem. Wobei ich da ja auch von meiner körperlichen Seite her ja quasi entscheiden kann, ob ich jetzt gerade mal gehe oder ob ich mich hinsetze oder wie auch immer, ich das dann gestalte, weil es ja meine selbstständige Arbeit ist. Und dann hatte ich irgendwie noch volles Hirngespinst. Gespinst? Oder Gespinst, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich will schon seit Ewigkeiten ein Buch schreiben und irgendwie wäre jetzt voll der passende Zeitpunkt dafür. Aber ich glaube, das ist einfach auch Quatsch, weil ich ja immer irgendwie so viel zu tun habe, in Anführungszeichen, wobei ich jetzt nichts zu tun habe, weil
80% der Zeit vegetiere ich im Bett herum. Und ich glaube, dass ich im Liegen ganz gut produktiv sein kann, wenn es darum geht, zum Beispiel Bücher zu schreiben. Weil ich das ja rein theoretisch am Handy und ich kann meine Tastatur an meinem Handy anschließen und dann geht's los. Aber das Lustige ist, ich habe ja, wie ihr wisst, letztes Jahr meine Abschlussarbeit von ATN für den Tiertrainer gemacht und dabei musste ich auch ganz viel schreiben und ich habe immer eigentlich gar keinen Bock auf so viel schreiben. Ich habe eigentlich nur Bock, dass es fertig ist und auch damals im Studium, ich habe es gehasst, wenn wir Hausarbeiten hatten. Also ich habe mich lieber stundenlang mit Auswendiglernen geplagt, als so ein bisschen zu schreiben oder auch die Bachelorarbeit. Gar konnte ich mich gar nicht so aufraffen. Ich meine, das war auch wieder eine Zeit, die echt schwierig war. Also ja, das habe ich alles auch schon wieder vergessen. Ich glaube sogar, dass ich da meinen allerersten Bandscheibenvorfall hatte. Ich hatte damals so Todesrückenschmerzen. Und dann hatte ich noch die Weisheitszähne kaputt und dann das Klassi in dem Jahr. Also tatsächlich in der Zeit auch verstorben. Und ich weiß nicht, was ich alles noch hatte. Ich habe das tatsächlich alles dokumentiert oder dokumentieren müssen, weil ich eine Verlängerung bekommen habe. Aufgrund der ganzen Schicksalsschläge, die da auf mich eingeprasselt waren. Ja, wo war ich jetzt eigentlich? Ach so, genau. Ich habe ja den Tiertrainer bestanden. Ich glaube, das wisst ihr auch. Oder beziehungsweise ihr wisst, dass ich die Abschlussarbeit bestanden habe. Aber ich glaube, ihr wusstet nicht, dass ich den Tiertrainer generell habe. Also ich darf mich jetzt offiziell Tiertrainerin nennen, von der ATN geprüft. Ja, kleiner Funfact, dass diese Urkunde kam, als ich im Krankenhaus lag. Und ich konnte mich gar nicht drüber freuen. Also überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, auch total verständlich. Und das Ding ist, dass ich aber trotzdem noch nicht als Tiertrainerin arbeiten darf, weil mir die Erlaubnis vom Veterinäramt noch fehlt. Und das bekomme ich nur, wenn ich vor die Tierärztekammer trete. Und das ist aktuell wieder ein ganz großes Stück nach hinten gerutscht, weil ich nicht mehr gelernt habe. Seit dem Vorfall nicht. Also ein halbes Jahr habe ich jetzt nichts mehr gelernt. Es dürfte auch schon wieder fast alles weg sein. Es dürfte aber nicht so schwierig sein, das Ganze wieder aufzufrischen, weil ich eigentlich sehr zuverlässig und nachhaltig lerne. Aber es hat trotzdem wieder Arbeit und Zeit. Deswegen, ich habe gestern wieder angefangen, das Buch für Hundetrainer in die Hand zu nehmen. Und tatsächlich habe ich darin, ich glaube, 20 Seiten oder so gelesen und werde das jetzt auch wieder regelmäßig tun, weil ich mir fest vorgenommen habe, vor die Tierärztekammer zu treten. Ich weiß noch nicht wann und wie und so, aber auf jeden Fall erstmal ohne Druck. Und wichtig ist, dass es mir gesundheitlich gut geht. Aber ich glaube, gegen Lernen und ein Buch schreiben steht nicht ganz so viel im Weg. Mal gucken, wie aktiv ich bin. Ich habe mir auch noch nicht überlegt, was für ein Buch das werden soll. Also ich bin nicht so der Typ, der so auf ausgedachte Dinge steht. Ich bin so der Faktentyp und der sich so an Sachverhalten orientiert und ja, auf quasi die Wissenschaft. Das heißt, es wird auf jeden Fall irgendwie ein Sachbuch. Und ich habe gedacht, vielleicht tatsächlich ein Buch über Ziegen, weil es so wenig Ziegenbücher gibt. Aber ich weiß nicht, ob es dafür genug Abnehmer gibt. Ich weiß, dass ich jetzt auch schon wieder den Hintergedanken habe, so Geld damit zu machen. Eigentlich sollte es ja mehr auch um die Freude gehen, damit man irgendwie produktiver ist. Aber ich weiß nicht. Also ihr merkt aktuell, ich fühle mich sehr lost. Ich muss mich irgendwie neu finden, gefühlt. Ja, es gibt noch so tausend andere Dinge, die ich jetzt ansprechen wollen würde, aber irgendwie habe ich jetzt so viel hier rumgeblubbert und gelabert. Und ich würde sagen, ich beende mal meine offenen Gedanken hier an dieser Stelle und lasse euch mal zu Wort kommen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so an meiner Stelle machen würdet oder ob ihr noch ganz andere Ideen habt vielleicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ansonsten sieht man sich einfach im nächsten Vlog oder vielleicht auch im nächsten Video über irgendein bestimmtes Thema wieder. Ich weiß es noch nicht. Und ja, bis dann. Tschüss.